Mechanische Tastatur kaufen oder doch lieber ein Custom Keyboard selber bauen? Diese Frage stellen sich sicherlich immer mehr Leute, denn das Mounten von Keyboards bzw. das Bauen einer eigenen Tastatur wird immer beliebter. Und das ist auch verständlich, denn der Selbstbau hat viele Vorteile im Vergleich zu einer Pre-built Tastatur. Aber wann lohnt es sich denn wirklich, die Tastatur selbst zu bauen, statt einfach zu kaufen? Und für wen lohnt es sich? Diese Frage werden wir im heutigen Video klären. Eines sei schon mal gesagt, Pre-builds haben definitiv auch ihre Vorteile. Bei meiner Umfrage kam raus, dass die meisten tatsächlich noch Pre-Builds bevorzugen, obwohl Custom Keyboards auch schon sehr weit vorne sind. Bevor wir zur Frage kommen, ab wann sich ein Custom Keyboard lohnt, gehen wir doch erst einmal die Vor- und Nachteile bei Pre-Builds sowie bei Custom Keyboards durch. Angefangen bei Pre-Build-Tastaturen, also alle, die schon fertig gebaut und sofort einsatzbereit sind. Verglichen mit einem Custom Keyboard haben diese tatsächlich nicht allzu viele Vorteile, aber ein paar gibt es trotzdem. Zum einen wäre da der preisliche Unterschied, denn wer wirklich sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung hat, sagen wir 50 Euro oder vielleicht auch noch bis 70, wird dafür nur wenige gute und brauchbare Custom Keyboards zusammengebaut bekommen. Die günstigsten DIY Keyboard Kits, die mir so einfallen, gibt es vielleicht ab 30 Euro, die Tester 68 beispielsweise, obwohl ich davon kein Fan bin, weil diese nur wireless nutzbar ist und nicht mit Kabel. Dann kann man noch ungefähr 20 Euro für ansatzweise gescheite Switches rechnen und 20 Euro für irgendwelche günstigen Keycaps. Dann wäre man schon bei ca. 70 Euro und hat am schlimmsten Fall nicht mal sowas wie Loop, Pinsel und Switch-Opener da, um die Switches zu looben. Also das, was Custom-Boards ja meistens ausmacht. Also ihr seht, günstige Custom-Boards sind zwar möglich, lohnen sich aber aus meiner Sicht eher weniger. Ich würde sagen, ab 100 Euro kann man vielleicht über ein Custom-Keyboard nachdenken, und selbst das ist schon sehr knapp, wenn man wirklich gute Switches und ordentliche Keycaps will. Aber alles darunter macht in meinen Augen wenig Sinn und lohnt sich höchstens mal für die Experience. Dann lieber ein Pre-Build kaufen, denn für 50 bis 70 Euro gibt es schon ansatzweise gute Pre-Builds, sowas wie eine Shakun SGK3, SBC Gear GK630K, Shakun SGK50 oder auch eine GK61. Gerade die letzteren könnten interessant sein, da sie eine Mischung aus Pre-Builds sind, die man aber im Nachhinein noch sehr gut modden kann, falls man aktuell nicht genug Geld hat, aber in Zukunft trotzdem gerne eine Tastatur haben möchte, die zumindest customized ist. Ein Vorteil von Pre-Builds wäre also, dass man vor allem mit wenig Geld mehr Tastatur bekommt. Der nächste Vorteil wäre dann, dass man Pre-Builds bekommt, die besser fürs Gaming optimiert sind. Und was heißt fürs Gaming optimiert? Naja, in dem Fall meine ich die Switches, die man bekommt, die einfach schneller auslösen. Die SteelSeries Apex Pro hat eine anpassbare Reaktionszeit der Switches und das Ganze geht so weit, dass die Switches die Eingabe schon nach 0,4 mm erkennen können. Sowas gibt es bei Custom Keyboards nicht. Zumindest noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Die schnellsten Switches, die mir so einfallen, die man an einem Custom Keyboard verbauen könnte, sind die Echo CR Silver. Die haben eine Total Travel von 0,3 mm und eine Pre-Travel von gerade einmal 1 mm. Das ist zwar schnell, allerdings noch doppelt so langsam wie die Omnipoint Switches von SteelSeries. Ob man den Unterschied letztendlich wirklich spürt oder ob es einen Vorteil bringt, sei mal dahingestellt. Aber zumindest in Theorie kriegt man bei Pre-Builds immer noch die besten Gaming-Tastaturen. Zumindest, wenn man von der Reaktionszeit der Switches ausgeht. Dann wäre da die Verfügbarkeit der ISO-DE-Layouts. Das ganze Custom-Keyboard-Hobby ist immer noch sehr englischlastig und daher gibt es noch nicht allzu viele Custom-Keyboard-Kits mit ISO-Layout. Und selbst wenn es welche gibt, ist es wieder schwierig, hochwertige und schöne Keycaps zu finden. Klar, es gibt welche. Sowas wie eine GMMK TKL, GMMK Pro oder auch eine von Keycon, sowas wie eine Q2, aber die Auswahl ist deutlich beschränkter. Pre-Build-Tastaturen hingegen gibt es zu Genüge im ISO-DE-Layout. Ich bevorzuge mittlerweile sogar ANSI-Layout, aber wer wirklich nicht auf sein geliebtes ISO-DE verzichten kann oder will, wird es leichter haben bei einer Fertigtastatur. Und zu guter Letzt haben wir noch die üblichen Vorurteile eines Pre-Builds. Sie ist sofort fertig, man spart sich viel Zeit und sie ist vermutlich immer zu kaufen, im Gegensatz zu einem Custom, wo möglicherweise gewisse Teile nicht immer verfügbar sind. Und dann hagelt es Nachteile. Denn Pre-Builds sind oft langweilig, klingen minderwertig und gerne auch mal overpriced, für das, was sie bieten. Es gibt so viele Tastaturen weit über der 100-Euro-Marke, wo ich mir einfach nur denke, ist das euer Ernst? So viel Geld für einen klappernden Plastikbomber? Aber ihr seht, auch ein Pre-Build hat Vorteile. Doch jetzt heißt es freie Bahn für die selbstgebauten Tastaturen. Denn hier könnt ihr komplett selbst bestimmen, wie die Tastatur am Ende aussieht. Es ist also etwas Einzigartiges, das nicht jeder Zweite auf seinem Schreibtisch hat. Ihr könnt die Switches komplett selbst bestimmen, egal ob taktil, linear oder clicky. Egal ob von Cherry, Gateron, Echo, Kale, was weiß ich. Die Welt steht euch komplett offen. Und daraus folgend steht euch auch die Welt der Soundkulisse offen. Denn je nachdem, welche Switches ihr nehmt, klingt die Tastatur am Ende auch anders.
Wenn ihr eine leise Tastatur wollt, stopft ihr halt so viel Schaumstoff ins Case wie irgendwie möglich oder nutzt noch irgendwelche komischen O-Rings. Wenn ihr es etwas lauter wollt, macht ihr Tape auf das PCB. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Klangprofil zu verändern. Und wenn man ordentliche Stabilizer nimmt und diese loopt, genauso wie die Switches, bekommt man am Ende einen wirklich schönen Klang und smoothes Tippgefühl zustande. Selbst bei günstigen Boards. Nachteile gibt es bei Custom Keyboards eher wenige. Der größte aus meiner Sicht ist, dass es schnell mal sehr teuer werden kann. Denn wer wirklich ein hochwertiges DIY-Kit möchte, das nicht aus Kunststoff oder Acryl ist, obwohl sowas by the way auch gut sein kann, sowas wie eine Keychron Q2, Echomod 007 V2, ID 67 V2, Bacaneco 65 und wie sie alle heißen, legt auch gerne mal nur für Case und PCB 150 Euro oder mehr hin und braucht auch noch Switches, Keycaps und gegebenenfalls den ganzen Modding-Kram. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist quasi noch Einsteigerpreisklasse bei Custom Keyboards. Der nächste Punkt ist die oftmals schwere Verfügbarkeit. Gerade wenn man sich ein richtig hochwertiges Keyboard bauen will, mit originalen GMK Keycaps, kann es schnell mal passieren, dass es die gewünschten Keyboard-Parts nur im Group-Buy gibt und man ewig lange darauf warten muss. Und der letzte übliche Nachteil, man muss Zeit investieren, was sich aber wirklich lohnt. So, das sind jedenfalls die Vor- und Nachteile bei Pre-Builds und bei Custom Keyboards. Doch wann lohnt es sich jetzt wirklich, eine Tastatur selber zu bauen? Grundsätzlich kann man sagen, dass man einem Custom Keyboard nie was falsch macht. Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich auch jedem dazu raten. Es ist einfach, es macht Spaß, es ist eine coole Erfahrung und es lohnt sich. Außerdem ist es doch deutlich cooler, vor seinen Freunden mit einem Board zu flexen, das nicht jeder zweite auf seinem Tisch hat, oder? Solltet ihr allerdings super wenig Geld zur Verfügung haben, 30 Euro, 40, 50 oder vielleicht auch nur 70, kauft euch einfach einen Pre-Build. Denn davon habt ihr am Ende wahrscheinlich mehr. Oder ihr kauft euch Tastaturen, die im Nachhinein noch gutes Modding-Potenzial haben, damit ihr in naher Zukunft noch ein bisschen Modding-Spaß haben könnt. Am wichtigsten ist dafür wahrscheinlich Hotswap, also die Fähigkeit, die Switches entfernen zu können und gegen andere zu tauschen. Man muss sich selbstverständlich auch mal die Frage stellen, ob man ein Custom-Keyboard überhaupt braucht. Falls ihr sowieso nur Office-Arbeiten tätigt oder vielleicht einmal die Woche was zockt, ist es zwar cool, ein Custom-Keyboard zu besitzen, aber nicht unbedingt notwendig. In meinem Fall brauche ich meine Tastatur quasi jeden Tag und schreibe auch sehr viel damit. Und dementsprechend macht für mich ein Custom Keyboard auch wieder Sinn, weil ich sie sehr viel benutze und dementsprechend auch was Hochwertiges wollte. Letztendlich muss ich nochmal erwähnen, dass Pre-Builds aber wirklich ihre Vorteile haben und es gibt auch höherpreisigere, die wirklich nicht schlecht sind. Die Corsair K70 TKL Champion Series zum Beispiel fand ich für ein Pre-Build als Gaming-Tastatur wirklich nicht schlecht. Oder auch die Apex Pro. Wenn es nur ums Zocken geht, ein absolut geiles Brett. Allerdings kriegt man für 150 Euro oder 200 Euro viel geilere Custom Keyboards, die nicht nur hochwertiger sind, sondern auch viel besser klingen. Es wird wohl immer persönliche Präferenz bleiben, was einem lieber gefällt. Zusammenfassend kann man, denke ich, sagen, dass man vor allem im Low-Budget-Bereich bedenkenlos zu einem Pre-Build greifen kann. Sobald es aber in den teureren Preisbereich geht, denkt ruhig mal über ein Custom Keyboard nach, wenn ihr die bestmögliche Qualität und Sound wollt. Denn ich bin ehrlich zu euch, das, was euch Razer, Corsair und Co. teilweise jenseits der 100-Euro-Marke anbieten, ist gerne mal maßlos überteuert. Ihr könnt natürlich auch auf meinen Discord-Server kommen, falls ihr Beratung braucht. Und folgt mir auch gerne auf Instagram für absolut krasse, coole Hardware-Bilder. Die Links findet ihr direkt oben in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig bei der Frage helfen, ob ihr lieber eine Tastatur kaufen oder selber bauen solltet. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.